Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Im letzten Part haben wir die zwei Wege hier freigeschaltet. Und ich glaube, wir gehen zuerst hier rüber. Oder? Ja, wir gehen zuerst hier rüber nach Akaba. Schon mal, ist uns dort erwartet. Dwarves, you wonder how Aladdin and Jasmine are doing. Hey, maybe Riku's with them. Yeah, and the king. Keep dreaming, you two. Come on, Donald, you were thinking the same thing. No, I wasn't. Uh-oh, it's Iago! That's your new scam. You gotta believe me! Sora, let's go! I was stuck inside that lamp with Jafar, remember? When I finally escaped, then some things happened. So, free as a bird, huh? Have fun! Gorse fillers, he looks pretty sad. I want to apologize to Aladdin and Jasmine. Could you guys maybe put in a good word for me? Sure! We can do that, can't we? Tja. Und da haben wir unseren alten Gegner Iago getroffen. So wie neue Herzlosen. Problem sein für uns. Gerade die Schattenlöche sind ja nichts Besonderes. Manche hier kommen nur noch. Ohne Iagos Hilfe wären wir jetzt unter dem Sand. Meint ihr nicht auch, Freunde? Ich schätze, wir schulden dir was. Spitze. Aber Aladdin und Jasmin musst du schon selbst überzeugen. Also zeig dich von deiner besten Seite, alles klar? Ja, alles klar. Wo ist Aladdin eigentlich? Ich wette, er ist im Palast. Dann lasst uns gehen. Und wir haben die Karte erhalten von Akaba. Mit dir wollte ich gerade gar nicht sprechen. Ich wollte mit dem Mori sprechen und zum Schauen, was der Neues hat.
Beziehungsweise die ganzen Items abgeben. Stellen wir mal das Elixier her. Ich habe keinen Luna und Energiestein. Oder wir stellen zuerst den Mithril-Ring her. Hier bekommen wir nicht noch ein bisschen mehr XP. Ja, okay. Gibt das andere nicht mehr. So. Gut, schauen, wir haben ja ein neues Schlüsselschloss erhalten. Wie stark ist denn das? Okay, das ist nicht wirklich stark. Neue Abilities haben wir auch gelernt. Kufi hat ein neues Limit erhalten. Wir können schauen. Pizzateile sollten wir auch ein paar neue haben. Okay, das sollte passen. So, dann gehen wir doch einfach zum Palast. Obwohl, ich glaube, ich hole mir noch schnell hier die ganzen Kisten, die hier rumliegen. Wenn es gerade so friedlich ist. Geht ja relativ schnell. So. Hier sind noch zwei. Und die da hinten. Und dort haben wir noch ein gutes Teil, das können wir uns auch noch holen. So. Natürlich viele Stände, hier braucht man Feuermagie. So, mal kurz schauen, habe ich hier oben hier nichts vergessen? Nee. Okay, dann können wir zum Palast gehen. Jasmine! Sora, Donald, Goofy! Your Majesty! I never had the chance to thank you for before. You helped Aladdin defeat that awful Jafar and save Agrabah. All in a day's work. But, it looks like the Heartless are up to no good again. Is there any way we can help you out? I think we're all right for now. And you always got Aladdin! He hasn't been himself lately. Huh? Is it because of the Heartless? I'm not sure. Usually, he's the same cheerful Aladdin, but sometimes, he just seems sad. He leaves the palace and goes off by himself all the time. I've asked him about it, but he says nothing's wrong.
He's gone again today. What if he doesn't come back this time? Hey, maybe he's got a secret girlfriend. I know. I'll go find out who she is. Iago! Quick, Sora! Catch him! And I'll warn the guards and everyone in the palace. That's the thing. Iago's not... Nice move. Maybe it's something you said. Gee, maybe we should go talk to Aladdin. He's gotta be somewhere in town, right? Good idea. I wonder what he's been doing. Stop, thief! Hi, Sora. Come back here! If you can't control that furball, put a leash on him. Look, I'm sorry. You should be ashamed of yourself, Abu. No hard feelings? Huh. Abu? Hey guys, sorry about earlier. I was kinda in a hurry. What happened? You know Abu, he couldn't keep his paws off that lamp. No talking your way out of this one. Also eigentlich machst du gar nichts. So treu. Einen Eindruck machst du auf mich. Was sagst du denn, dass ich das wäre? Prinzessin Jasmin. Sie macht sich Sorgen, weil du immer in der Stadt bist. Hast du eine neue Freundin? So in unseren. Aber ich schätze, man kann Jasmin nichts vormachen, was? Hier ist die Genie und der Teppich haben sich aufgemacht, die Welt zu sehen. Es ist, was Genie schon immer wollte. Also gönne ich ihm natürlich diese Reise, aber du vermisst ihn. Mann, es muss ganz schön fad sein, so ganz ohne Genie. Und ob. Deshalb komme ich immer hierher. Diese Energie, die Menschen, hier ist immer irgendwas los. Ich meine, seht doch selbst. Ich habe euch immerhin heute hier getroffen, oder etwa nicht? Die Stadt ist eben voller Überraschungen. Ah, Sora. Ja, Abu. Ach ja, er möchte sich für all den Wirbel entschuldigen, den er verursacht hat. Ach, möchte er das? Ich glaube, er bereut wirklich, was er getan hat. Diese Lampe. Was ist damit? Das war die Lampe. Ach komm, es gibt doch Millionen solcher Lampen. Hey, ich war in diesem Ding monatelang eingesperrt. Ich irre mich ganz bestimmt nicht. Dann geh besser zurück und sprech mit den Trödler. Klar, wir sind dabei. So. Und da haben wir auch wieder Aladdin. Schauen. Okay. Wir haben, glaube ich, gerade genügend Potion. Kann man sich die paar Mal behalten? So. Gehen wir doch zurück zu dem Trödler. Na, wenn nicht die ganzen Herzlosen hier wären. So.
Und dann gehen wir zu dem Trödler. Gibt es irgendeinen Weg, euch die Lampe abzukaufen? Aber sicher, das heißt, falls ihr auch euch das leisten könnt. Keine Sorge. Genau, wir bezahlen einfach mit königlichen Donald. Könnte ich euch vielleicht eine andere Lampe schmackhaft machen? Nein, das ist die, die wir wollen. Nun mal sehen, vielleicht lasse ich mich ja überreden. Falls ihr mit den einen Schatz bringt, der selbst meine Vorstellungskraft übersteigt, etwas, das, sagen wir, ein Sultan würdig ist, ein Schatz, das könnte knifflig werden. Ja, das gibt es durch eine ganze Menge. Aber die Sachen gehören nicht mir und ich kann nicht darum bitten. Ich will nicht, dass Jasmin und oder der Sultan sich Sorgen machen. Hey, ich hab's. Wie ist es mit dem Schatz in der Wunderhöhle? Also gut, Iago, du führst uns. Und nachdem wir den Schatz haben, schenke ich vielleicht sogar deine Entschuldigung glauben. Du kannst auf mich zählen. Tja, dann gehen wir doch zur Wunderhöhle. Und noch mehr Liegen auf. Da kommen wir auch nicht hoch. Wäre auch ein bisschen zu leicht. Gegner und gehen zur Wunderhöhle. So, ich glaube, es war hier links. Ich will kurz schauen. Nee, es sind Accessoires. Genau, die können wir noch anlegen. Dann hätten wir nämlich auch noch ein paar mehr Ability-Punkte. Und das macht das Ganze doch wesentlich leichter. Sieht eindeutig nach der Wunderhöhle aus, so wie wir sie kennen. Ich würde allerdings den Part an dieser Stelle beenden. Lasst mir eine Bewertung da und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdom Hearts. Ciao!